Hallo bei Hasbro. Heute lernen wir, wie man Vorschusszahlungen und Kredite erstellt. Wir befinden uns in unserem Projektetag und suchen uns das Projekt aus, mit dem wir heute arbeiten möchten. Sobald Sie in dem Projekt sind, gehen Sie auf Mehr, wählen Vorschusszahlungen und Kredite aus und sehen dann diese Übersicht. Um eine neue Vorschusszahlung zu erstellen, gehen wir hier auf diesen blauen Button, Neue Vorschusszahlung, und füllen das jetzt dementsprechend aus. Wir können hier einmal die Menge ändern. Und auch die Einheit. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir 2 Stunden festlegen und den Preis für die Stunden schon mal bestimmen. So ergibt sich jetzt also eine Vorschusszahlung von 200 Euro. Über Vorschau und Teilen können wir uns jetzt anschauen, wie es beim Kunden ankommt. Wir können hier auswählen, ob wir die Menge und Einheit anzeigen möchten oder nicht. Und versenden es dann an den Kunden. Sobald wir jetzt zurück zur Liste der Vorschusszahlungen gehen, sehen wir, dass diese neue Vorschusszahlung im Gesendet-Status ist. Sobald unsere Vorschusszahlung vom Kunden bezahlt wurde, können wir hier über Zahlung einbuchen gehen, eine Vorgangsnummer vergeben und auf Fertig klicken. Die Zahlung wurde jetzt erfolgreich eingebucht und das bedeutet, dass wir die Vorschusszahlung auch in unserer Liste finden. Jetzt können wir also mit dieser Vorschusszahlung weiter im Projekt arbeiten. Wir können ein neues Angebot erstellen und uns unsere Designberatung hier einmal auswählen. Wir haben jetzt in diesem Angebot erstmal nur 1 Stunde für unsere Beratung und gehen dann auf Vorschau und Teilen, senden es an unseren Kunden und nehmen das dann auch im Namen des Kunden an. Dadurch können wir jetzt hier unten unsere Zahlung einbuchen und suchen uns dieses Mal als Zahlungsart die Vorschusszahlung aus. Wir nehmen die oberste, denn die haben wir ja gerade erstellt, um gerade Stunden, Arbeitsstunden damit abzudecken. Wir haben 200 Euro zur Verfügung. Wir haben in dieser Rechnung gerade 100 Euro gebraucht. Wir wählen also 100 Euro aus und klicken auf Fertig. Unser Angebot, was wir gerade erst rausgesendet haben, ist also jetzt schon bezahlt und Sie können die Rechnung erstellen. Wenn wir jetzt wieder zum Projekt zurückgehen und uns einmal die Vorschusszahlungen angucken, dann sehen wir jetzt, dass von der Gesamtsumme noch 100 Euro verfügbar sind. Als nächstes wollen wir uns einmal die Kredite anschauen. Dazu gehen wir jetzt in eine Rechnung rein, die wir schon an den Kunden gesendet haben. Es kann ja manchmal passieren, dass ein Preis sich ändert, sagen wir vielleicht einfach von einem Möbelstück. Und Sie möchten diesen Rabatt gerne an den Kunden weitergeben. Sie sehen also jetzt schon, dass ich hier drüben eine Minussumme habe. Das bedeutet natürlich, dass das der Kredit ist, der dem Kunden zusteht. Sobald ich jetzt über Vorschau und Teilen gehe, wird mir gesagt, dass die Rechnung im Soll ist. Sobald diese ausgestellt und gesendet ist, wird dieser Kredit, der jetzt gerade entstanden ist, in dem Projekt gutgeschrieben und ich kann dann mit diesem Kredit weiterarbeiten. Sobald Sie auf Rechnung ausstellen gehen, wird sich dieses Fenster öffnen. Sobald Sie hier auf Bestätigen klicken, wird also dieser Kredit dann gutgeschrieben. Jetzt gehen wir noch einmal zu Vorschusszahlungen und Kredite. Und Sie sehen also, dass sich hier unten jetzt gerade der Kredit ergeben hat. Um Zahlungen einfacher abzuwickeln und auch die Kommunikation etwas zu limitieren, empfehlen wir, Kredite und Vorschusszahlungen in Ihren Projekten zu verwenden.